Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es meine große Vision, so viel Bewegungen auf unterschiedlichen Ebenen in den Alltag von Familien zu bringen wie möglich. Und ich freue mich von Herzen, dass du heute dabei bist und so den ersten Schritt für dein Leben tust. Wenn du heute dich schon auf eine Meditation gefreut hast, darf ich dir sagen, die wirst du heute nicht von mir bekommen. Dafür habe ich jedoch für dich einen Motivationstalk aufgenommen. Und falls du jetzt eventuell ein kleines bisschen traurig bist, dass hier keine Meditation für dich zur Verfügung stehen wird, kann ich dich zum Bewegungskind Adventskalender einladen, der ab dem 1.12. startet. In diesem Adventskalender teile ich mit dir 24 wundervolle Meditationsreisen, die dir dabei helfen können, auch für dich eine Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren. Freue dich also darauf, den kostenlosen Adventskalender wirst du täglich ab den 1.12. auf YouTube, Instagram und Facebook öffnen dürfen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Motivationstalk. Du lebst in einem wundervollen Zuhause, deinem Körper. Seine DNA wurde vor tausenden von Jahren für dich designt. Und genau diese uralte Information steckt noch ganz tief in dir. Du bist die einzige Person, die zu dieser ganz individuellen Information deines Körpers Zugang hat. Du bist die einzige Person, die lernen kann, diese Informationen abzurufen. Immer dann, wenn dir dein Körper ein Signal sendet, will er dir diese Informationen zur Verfügung stellen. Er will dir sein uraltes Geheimnis anvertrauen. Ein Geheimnis, das nur er kennt. Du bist die ausgewählte Person, die eingeweiht werden kann. Höre also zu. Du kannst dich dem Geheimnis und deinem Körper auch nicht entziehen. Du kannst nicht flüchten. Ganz egal, wie sehr du es versuchst, dich zu verstecken. Dein Körper wird nicht aufhören. Jedoch, sobald du es zulässt, wird alles leichter. Es wird sich für dich eine neue Welt auftun, voller Verständnis und Harmonie. Eine Welt, die du dir aus tiefstem Herzen wünschst, immer dann, wenn du mal wieder Schmerzen im Rücken beklagst, wenn du dich selbst verurteilst und schämst, weil du Dinge gegessen hast, die du normalerweise ablehnst. Genau die Welt, nach der du dich sehnst, wenn du den Stress und den Druck des Alltages mit nach Hause zu deiner Familie genommen hast. Und genau diese Welt, die du am meisten brauchst, wenn du Angst hast. Angst vor Ablehnung, Angst vor Verlust, Angst vor Mangel. Und wenn du dir die Freiheit von all dem wünschst, dann lasse die Worte deines Körpers zu und lausche ihnen. Dein Körper ist so unglaublich weise und trägt dieses uralte Wissen in sich. Du bist die einzige Seele auf dieser Erde, die die Worte deines Körpers wahrnehmen kann. Öffne dein Bewusstsein für das Wissen und die Sprache deines Körpers und aktiviere deine Neugierde für das Erfahren und Lernen dieses Wissens. Erlerne die Sprache deines Körpers genauso, wie du die Worte deiner Eltern bereits als Baby übernommen hast. Höre deinem Körper zu und spüre ihn. Spüre die Information, die er dir zur Verfügung stellt. Solange du nicht bereit bist, dich auf den Kontakt zu deinem Körper einzulassen, wird er nicht aufhören,
dir Signale zu senden, die dich immer wieder an deine persönlichen Grenzen kommen lassen. Er wird nicht aufhören, nicht aufgeben und zu jedem Zeitpunkt an dich glauben. Daran glauben, dass du eines Tages bereit sein wirst für euer Geheimnis. Bereit für ein Leben voller Bewegung und Liebe. Bereit für die Wunder, die dein Körper mit dir gemeinsam verbringen kann. Öffne dich für die einzigartige Intelligenz deines Körpers. Öffne dich für all die Möglichkeiten und verabschiede dich von allem, was du glaubst, nicht zu können. Werfe alle Glaubenssätze über Bord und frage dich, ob diese wirklich wahr sind. Die DNA deines Körpers besitzt Informationen, die über tausende von Jahren unverfälscht übermittelt wurde. Sie hat uns alle zu dieser grandiosen Spezies werden lassen. Nur deshalb haben wir überlebt. Und trotzdem verleugnen wir immer wieder die Verbindung zu unserem Körper und vertrauen lieber der Wissenschaft und den Medien, statt unserem eigenen uralten Instinkt zu folgen. Dein Instinkt ist die Verbindung zu deinem Körper. Und hat dir dein Körper nicht schon tausendfach bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist? Er lebt jeden Tag nur für dich? Du musst ihn nicht darum bitten, für dich zu leben, zu gehen, zu atmen. Er lebt nur für dich. Und das jede Sekunde deines Lebens. Er ist geduldig. Er bittet dich jeden Tag. Er bittet dich, ihm zuzuhören. Er bittet dich, dass du ihn unterstützt mit hochwertiger Nahrung, die ihn Stärken und Energie liefern. Und er bittet dich um Bewegung. Er bittet dich darum, dass du ihn mit all seinen wundervollen Facetten benutzt. Dein Körper erbittet von dir nur drei Dinge. Höre ihm zu, gebe ihm Energie und benutze ihn. Als Gegenleistung lebt er für dich. Du kannst ihm vertrauen. Höre zu und du wirst es nicht bereuen. Ihr seid füreinander bestimmt und das seitdem dein Herz den ersten Herzschlag vollbracht hat und du als Seele diesen, deinen Körper gewählt hast. Erinnere dich daran, dass du diesen Körper gewählt hast und erinnere dich daran, was dein Körper bereits für dich verbracht hat. Vom ersten Augenaufschlag über das erste Heben deines Köpfchens hin zu deinen ersten Schritten. Dein Körper hat bereits so Unglaubliches für dich vollbracht. Warum sollte er plötzlich damit aufhören? Vertraue darauf, dass er für dich lebt und alle Veränderungen zu deinem höchsten Wohl umsetzen wird. Vertraue deinem Körper und beginne, mit ihm zusammenzuarbeiten. Gebe ihm genau das, was er braucht, um in seiner vollen Kraft zu bleiben, so dass er noch viele weitere wundervolle Veränderungen für dich umsetzen kann. Und glaube an deinen Körper. Vertraue ihm. Schließe Freundschaft. Schließe ein liebevolles Band, das dich mit deinem Körper zu einem großartigen Ganzen zusammenschmelzen lässt, solange ihr lebt. Herzlich willkommen zurück. Ich bin schon so gespannt, wie dir dieser Motivationstalk gefallen hat und was dein erster Schritt war, nachdem du ihn gehört hast. Schreibe mir gerne einen Kommentar auf Instagram oder Facebook unter dem heutigen Post, was du nach diesem Motivationstalk für dich in deinen Alltag umgesetzt hast und welche Impulse daraus für dich entstanden sind.
Die Kontaktdaten habe ich dir natürlich wieder in den Shownotes verlinkt und wünsche mir nun von Herzen, dass du niemals vergisst, dass du so wundervoll und einzigartig bist. Bleibe bewegt, deine Marie.